Evar Barsch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir möchten euch auch heute entsprechend informieren über aktuelle Thematiken, die uns sehr beschäftigen und auch vor allem Themen, die international wie auch national hier in Deutschland uns natürlich auf der Tagesordnung stehen. Ja, auf der einen Seite ist natürlich das, was die jesidische Glaubensgemeinschaft sehr beschäftigt, dass Ende Februar und auch Anfang März, dass es wieder von Seiten des türkischen Staates zu Drohnenangriffen gekommen ist. Dabei wurden drei wichtige Persönlichkeiten, die sich für den Schutz und die Verteidigung der Jesiden nach dem Völkermord eingesetzt haben, kaltblütig ermordet durch die Drohnenangriffe. Es gab international diesbezüglich keine Kritik und auch keine Stellungnahmen. Die Jesiden sind sehr damit beschäftigt, denn diese Menschen sind aus Schengal, für Schengal und haben sich für den Schutz und die Verteidigung der Menschen eingesetzt, die natürlich am brutalsten, am massivsten betroffen waren von den Angriffen des Islamischen Staates und anderer dschihadistischer und islamistischer Gruppen. Dafür sind natürlich die Menschen wieder auf die Straße gegangen, um auch dagegen zu protestieren und vor allem auch die internationalen Staatengemeinschaften dazu aufzufordern, wie zum Beispiel klar und deutlich eine Flugverbotszone über Südkurdistan, über Nordirak. Das ist ein Thema, was in den letzten Tagen die jesidische Glaubensgemeinschaft sehr bewegt hat. Aber auch ein weiteres Thema, natürlich gestern, der 8. März, Weltfrauentag. Weltweit sind Menschen auf die Straße gegangen, vor allem natürlich Frauen, die für ihre Rechte, für ihr Dasein, für ihre Identität gestreikt haben und auf die Straße gegangen sind. Viele Menschen haben die Möglichkeit genutzt, um auf die Umstände, auf die negativen Umstände in der Welt hinzuweisen und vor allem auch die Verbundenheit mit anderen Frauenkämpfen wurden hier deutlicher. Und leider und traurigerweise wurden auch diese Demonstrationen angegriffen, sei es jetzt zum Beispiel in der Türkei oder auch hier in Europa. Es gibt große Kritik gegenüber der Herangehensweise der Basler Polizei, die Demonstration da ja regelrecht niedergeknüppelt hat. Ja, das sind Themen, die uns halt auch in den letzten Tagen beschäftigt haben. Aber das, was uns vor allem auch und gerade auch die Jugend und auch viele andere Menschen beschäftigt hat, war der Angriff auf den Fußballverein Ahmetspor. Und zwar haben das viele mitbekommen aus den Medien, aus Twitter, aus Facebook und Instagram und dann natürlich auch durch die kurdischen Medien, dass der Angriff auf den Fußballverein Ahmetspor durch den Verein oder beziehungsweise Anhänger des Vereins Bursaspor. Und zwar war der Fußballligist zu Besuch für ein Spiel in der Region Bursa und dann gab es dort Übergriffe auf den Verein. Aber dazu haben wir einen Experten eingeladen und ich freue mich besonders, dass der auch heute hier bei uns zugeschaltet ist, trotz der Kurzfristigkeit. Und zwar haben wir uns zugeschaltet Botan Kilic, er ist Vertreter und Aktivist von Ahmetspor Support. Und ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Guten Abend. Danke. Ja, schön, dass du uns zugeschaltet bist. Du bist Aktivist und Vertreter von Ahmetspor Support und kannst uns natürlich nähere Informationen und Hintergründe zu den Ereignissen, zu den Übergriffen, zu den Lynchattacken von den Ereignissen von Samstagnacht und natürlich dann auch während des Spiels am Sonntag mitgeben. Aber vorher erzähl uns doch erstmal, wer oder was ist Ahmetspor Support? Ja, liebend gerne. Ahmetspor Support, wir waren ja schon mal bei dir in der Show oder bei euch in der Show. Nochmal kurz zusammengefasst, Ahmetspor Support, wir sind eine oder die einzige Fangruppe von Ahmetspor in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns 2014 gegründet, da war ich noch alleine. Mittlerweile sind wir eine mittel- bis große Gruppe, national in ganz Deutschland verteilt und vernetzt. Wir sind auch offizielle Ansprechpartner vom Verein Ahmetspor. Wir sind im regelmäßigen Kontakt mit Ahmetspor selber, fast tagtäglich schreiben wir, telefonieren wir oder schalten uns per Video zusammen und gehen alles durch. Wir stellen Projekte auf die Beine, halten Vorträge bei anderen deutschen Fußballfans oder in den Fanprojekten. Wir versuchen einfach im Allgemeinen dieses Thema Ahmetspor den Leuten näher zu bringen. Natürlich einerseits von Fanseite, weil wir Fans des Vereins sind, andererseits, weil wir glauben oder fest davon überzeugt sind, wenn das Thema Ahmetspor still ist oder
der Kontakt zur Außenwelt oder nach Europa oder in andere Länder abbricht, dass wir fest davon überzeugt sind, dass der Verein geschlossen wird oder dass er sogar sich aus der türkischen Liga zurückziehen wird, so wie das der ein oder andere kurdische Verein schon gemacht hat. Deswegen finden wir es sehr wichtig, dass man davon berichtet und auch sich damit solidarisiert. Und deswegen gibt es Ahmetspor Support. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir wirklich eine ziemlich große Gruppe. Kannst du uns nochmal Näheres zu Ahmetspor an sich sagen? Also der Name Ahmetspor beinhaltet ja nochmal auch eine besondere Absicht. Das ist die Identität. Ahmet, der kurdische Name von Diyarbakir. Und der Sportverein ist ja nicht irgendein Sportverein, der spielt relativ hoch und hat auch eine große Anhängerschaft, eine große Mitgliedschaft und ist natürlich immer wieder Ausgrenzungen ausgesetzt, Diskriminierung ausgesetzt, Unfairness ausgesetzt. Diese ganzen Thematiken sind ja nicht irgendwie, weil es irgendein türkischer Verein ist, sondern hier wird ja bewusst und gezielt und systematisch gegen diesen Verein vorgegangen. Kannst du uns da noch mal mehr dazu erzählen? Was macht diesen Verein vor allem aus? Okay, dann müsste ich eigentlich ziemlich weit ausholen. Nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst, dass es nicht zu viel wird. Ahmetspor hieß früher Diyarbakırspor. Der Name in der Türkei ist jetzt ziemlich gängig. Zumindest früher, mittlerweile wird es immer weniger, dass der Verein 1000 Namen hatte. Der hieß mal Diyarbakırspor, Diyarbakır Belediyespor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor. Dann hatten irgendwelche Eisenbahngesellschaften mal. Dann hieß er Demirspor oder... Also der Name hat sich in Vergangenheit, wir sprechen da von 1970, 1980, in den drei Jahren ziemlich oft verändert. Der Verein spielte auch damals schon in der zweiten Liga, dritten Liga, also immer schon ein bisschen höher. Was aber immer gleich geblieben ist, ist dieses, Diyarbakırspor oder damals, es ist ja immer schon eine kurdische Stadt gewesen oder ist eine kurdische Stadt, dass der Verein immer von anderen türkischen Verein oder sag mal rechten türkischen Verein schon immer, man hat auf den Verein gespuckt, man hat ihn nicht ernst genommen, man hat ihn immer wieder rassistisch beleidigt, das war damals schon so. Natürlich wusste man, okay, da sind Kurden, die Diyarbakırspor, das sind Kurden, die Diyarbakır, da leben Kurden, ist eine Kurdenhochburg und. Dann hat man sich dazu entschieden, 2013 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, um den Dreh 2013, 2014, haben die Fans der Verein, die Bevölkerung von Ahmet, von Diyarbakır, hat sich dazu entschieden, den Namen jetzt endgültig mal auf Ahmetspor umändern zu wollen. Und zwar nicht aus dem Grund, um die Leute zu provozieren, die Türken oder die Faschisten oder wer sich dadurch provoziert fühlt und hat fühlen lassen, sondern Ahmet hat eine sehr tiefe Bedeutung für die Stadt. Nicht nur für die Kurden, Ahmet ist geschichtlich gesehen der Name der Stadt, lässt sich sehr tief in die Geschichte zurückverfolgen. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, okay, der Name ist nicht Diyarbakır. Diyarbakır ist ja, wurde ja erst nach der Gründung von der Türkei, irgendwann mal wurde der Name Diyarbakır vergeben oder vielleicht sogar im Osmanischen Reich. Aber wie gesagt, die Stadt heißt eigentlich Ahmet. Deswegen hat man sich dazu entschieden. Und da ist man schon auf die ersten Probleme gestoßen. Der Verband hat den Antrag auf diese Namensänderung, ich glaube, 27 Mal zurückgewiesen, immer mit einer anderen Begründung. Man hat gesagt, okay, irgendwo in Deutschland gibt es schon ein Ahmetspor in der gefühlt 16. Liga und dann gab es eine andere Begründung und eine andere Begründung. Und somit sind die Leute immer wieder hin und her gelaufen. Und am Ende, man wollte nicht nur Ahmetspor umbenennen, also Diyarbakırspor in Ahmetspor, sondern man wollte auch die Vereinsfarben abändern in Rot, Grün, Gelb in den kurdischen Farben. Und dann wurde vor die Wahl gestellt, entweder ihr nehmt die Vereinsfarben Rot, Grün, Gelb und benennt den Verein nicht um oder ihr benennt den Verein in Ahmetspor um und dafür dürft ihr die Farben nicht abändern. Und dann hat man sich entschieden, den Vereinsnamen in Ahmetspor umzuändern und die Farben abzuändern in Rot und Grün und das Gelb wegzulassen. Aber man versucht immer irgendwie das Gelbe mit reinzubringen, entweder auf Trikots oder Schals. Ja. Aber ja, genau, so hat das Thema angefangen und so sind die ersten Probleme entstanden. Das war in der Türkei ein Riesenskandal. Man wurde auf einmal nach der Namensänderung als Terrorverein, auf einmal wurde die PKK mit reingezogen, die PKK versucht, sie in den Verein anzubringen, die Leute sind von der PKK und so haben die Probleme angefangen. Genau. Ja, das sind ja natürlich so typische
Herangehensweisen, Vorgehensweisen des türkischen Staates, um alles, was irgendwie kurdisch aussieht, irgendwie kurdisch wirkt, zu negieren und auch auszugrenzen und vor allem auch dann zu kriminalisieren, wie du das ja gerade beschrieben hast, dass dann entweder oder, ne, dass man sich dann auch noch entscheiden muss. Der Verein entschied sich dann für Ahmetspor und dann halt für die entsprechenden Farben. Und das führt dazu, dass dieser Verein, weil er ja auch aus der Region kommt, wo vor allem Kurdinnen und Kurden leben, dass der immer wieder nicht nur innerhalb verfeindeter Vereine, sondern auch von den Fans sozusagen, also von den Ultra, den Hooligans der Vereine sozusagen, immer wieder schikaniert wird, angegriffen wird und nicht nur irgendwie angegriffen wird, sondern da geht man richtig systematisch vor. Die Polizei schaut oft zu und schreitet nicht ein. Und dieser Vorfall, was wir oft erlebt haben und oft gesehen haben, was medial leider nicht so oft aufgearbeitet wurde, was aber beim letzten Übergriff geschehen ist, und zwar in der Nacht vom Samstag auf Sonntag und dann halt Sonntagabendspiel. Nun möchten wir gerne uns damit ein bisschen mehr befassen. Was ist da passiert? Der Verein fährt nach, oder in dem Fall fliegt nach Bursa, um dort ihr Spiel durchzuführen. Weil sie es auch müssen, weil sie ja selber in derselben Liga sind und dann auch natürlich ist ein Ligaspiel. Kannst du uns kurz skizzieren, was ist passiert, warum und wie und weshalb? Ja, gerne. Die Geschichte mit Bursa ist ja geht ein bisschen tief in die Vergangenheit, nur um das mal ganz kurz aufzugreifen. Das Problem mit Bursa gibt es schon, seitdem der Verein Diyarbakır heißt, und das ist mittlerweile, sage ich mal, eine Rivalität. Also man muss auch dazu sagen, das liest man zum Beispiel ganz oft auch in den Facebook- oder Instagram- oder TikTok-Kommentaren von den Türken oder von den Bursaspor-Anhängern, liest man, ja, wieso erwähnt die Presse nicht, was im Hinspiel passiert ist in Ahmet, wieso wird das nicht erzählt, wieso, war doch eins zu eins das Gleiche. Die Rivalität besteht schon länger und dieses Bursa, diese Feindschaft gegen Ahmet oder gegen Leute aus Ahmet oder kurdischem Verein allgemein besteht schon länger und deswegen ist mittlerweile eine Feindschaft des heißt, beim Hinspiel oder was beim Hinspiel passiert ist, als die Bursa-Leute in Ahmet waren. Natürlich wusste man, wer kommt, dadurch, dass Bursa auch immer öfters gegen Ahmet geschossen hat, in Facebook oder auf Instagram. Na klar war der Empfang jetzt nicht so toll. Die wurden auch mit Polizeiautos in die Stadt eskortiert, weil man wusste oder die Polizei davon ausgegangen ist, dass die Stimmung geheizt ist. Man hat mit allen Mitteln versucht, die Ahmetspor-Fans von Bursa wegzuhalten und im Stadion sind tatsächlich auch ein paar Plastikflaschen aufs Spielfeld geflogen. Meiner Meinung nach jetzt nicht so erwähnenswert, wenn ich ehrlich bin. Das war nur nach Abpfiff, als die Mannschaft wieder versucht hat, in die Kabine zu gehen, nach 19 Minuten Provokation von den Bursaspor-Spielern auf dem Feld, sind ein paar Flaschen auf dem Weg in die Kabine geflogen. Und während dem Spiel war eine Fangruppe aus Schule da aus der autonomen Region Kurdistan und die haben die Kurdistan-Fahne hochgehalten, die mit der Sonne in der Mitte, die von der autonomen Region Kurdistan. Genau, das ist vorgefallen. Der Aufschrei war groß, man hat gesagt, es wurden PKK-Fahnen hochgehalten, obwohl es nicht stimmt, es waren nur die Fahnen der autonomen Region Kurdistan, das ist aber Grund genug gewesen, höchstwahrscheinlich für die Faschisten, für die ist wohl alles, was kurdisch ist, gleich PKK oder andersrum. Für die sind alle Kurden Terroristen. Deswegen wurde auch in den Zeitungen, in den Medien geschrieben, PKK-Fahnen beim Ahmetspor-Spiel, die haben uns gelünscht, die haben versucht, uns anzugreifen, die Polizei musste uns rein eskortieren und. Deswegen wusste man schon, dass auf beim Rückspiel, dass da, wir sagen mal, kein roter Teppich ausgerollt war oder ausgerollt wird. Das haben wir von Ahmetspor auch nicht erwartet. Wie gesagt, da ist eine Rivalität vorhanden. Was wir schon erwartet hätten, wäre gewesen, dass man, so wie man die Bursaspor-Spieler in Ahmetspor beschützt hat, dass es auch andersrum der Fall gewesen wäre, was aber nicht der Fall war. Was ist passiert? Ja, das Spiel stand an, man hat schon wochenlang davor im Internet von Bursaspor-Seite aus die Leute alle aufgerufen, ins Stadion zu kommen, die Fahnen, die türkischen Nationalfahne mitzubringen. Es wurde sogar aufgerufen, Bursa-Fanclubs wurde dazu aufgerufen, die Pflicht fürs Vaterland und fürs Land, fürs Volk
zu erfüllen und gegen die kurdische Nationalmannschaft oder gegen die Terroristen ins Stadion zu kommen. Packt eure Kinder ein, packt eure Brüder ein, packt eure Cousins ein. Kommt her, wir müssen gegen die Terroristen eins sein. Also es war jetzt keine Überraschung, dass da sich schon ein Mob zusammen, dass da sich ein Mob zusammenstellt. Was uns überrascht hat, war die Nacht vorm Spiel, als die Mannschaft ins Hotel eingecheckt hat. Ja. Und es sich rumgesprochen hat, natürlich, die ganze Stadt ist faschistisch. Das hat sich rumgesprochen, dass Amelsborg jetzt da eingecheckt hat. Die Leute wussten ziemlich schnell, in welchem Hotel sich die Mannschaft befindet. Da hat man uns die zusammengeschrieben und vor dem Hotel versammelt und hat mitten in der Nacht Raketen gegen die Hotelfenster geschossen, um die Mannschaft wach zu halten. Das ist im Fußball gar nicht mal so unüblich, muss ich dazu sagen. Bei Rivalitäten, dass man versucht, irgendwie, okay, den Verein oder die Mannschaft da die Nacht davor vorm Spiel wach zu halten. Was uns gewundert hat, da, man sieht es auch immer auf den Videos, da war lauter Polizei. Mhm. Wieso die Polizei nichts dagegen gemacht hat. Ich glaube, im ganzen Video sieht man ein oder zwei Polizeiautos, was ich nicht verstehen kann, und zwar über 15, 20 Minuten lang. Wie gesagt, die Bursaspor-Spieler wurden mit Panzern, teilweise mit gepanzerten Fahrzeugen nach Ahmet gefahren und man hat die wirklich sehr gut beschützt. Und andersrum war es nicht der Fall. Und dann fing es halt an, dass die Bursaspor-Spieler angefangen haben, rassistische und nationalistische, faschistische Lieder zu anzustimmen. Die Stimmung wurde immer aufgeheizt, die haben versucht, ins Hotel einzudringen. Und dann hat die Polizei, erst dann hat die Polizei so richtig dazwischen geschnitten und hat die Fans von Bursa abgehalten. Und dann sind sie abgerückt, langsam, langsam. Aber wie gesagt, da hat man schon gemerkt, okay, die Stimmung war aufgeheizt. Die Polizei hätte da spätestens merken müssen, okay, morgen wird keine leichte Aufgabe für uns, wir müssen da vorsorgen. Der Verein hätte sehen müssen, okay, der Ordnungsdienst muss auf das und das vorbereitet sein. Man hätte die Einlasskontrollen viel, viel schärfer überwachen müssen, weil man einfach an dem Abend davor schon gesehen hat, okay, das wird kein normales Spiel oder das ist keine normale Rivalität, sondern da ist schon was geplant. Und die Leute sind auch komisch, das sind keine Fußballfans, das sind ja teilweise Faschisten, die einfach da in die Stadion kommen wollen. Ja. Und wie gesagt, man hätte es eigentlich schon Monate vorher wissen müssen durch die ganzen Facebook-Aufrufe, aber wie gesagt, diesen Abend davor, das wäre das endgültige Ausrufezeichen hätte sein müssen für den Verein, für das Ordnungsdienst, für die Polizei, für den türkischen Fußballverband zu sagen, okay, morgen müssen wir auf Zack sein, auf Trab sein. Morgen ist wieder eine Herausforderung. Und was am nächsten Tag passiert ist, hat man ja, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen. Mhm. Genau. Du hast gerade schon gesagt, war im Vorhinein schon bekannt, bewusst, dass es zu diesen Übergriffen kommen kann. Und dann kam es natürlich auch zu diesen Übergriffen. Vielleicht nochmal die Information, die uns da vielleicht mitgeben kannst. Also die Übergriffe fanden ja, so wie es aussieht, sogar organisiert statt, ne? Wenn man vorher vor dem Hotel steht und bewusst die Spieler halt wach halten möchte oder zum Beispiel, wie wir gerade gesehen haben im Stadion, dass da gewisse Plakate hochgehalten werden mit Bezug auf JITEM, also sprich die extralegalen Hinrichtungen in den 90er Jahren, das Auto als Symbol, Torus-Auto, wo die Menschen halt mitgenommen wurden, die beiden Verbrecher, die Zehntausende von Kurdinnen und Kurden auf dem Gewissen haben. Das heißt, das waren so klare Botschaften. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Wie war die Reaktion? Also die Bilder zeigen ja nur, dass die Polizei nur, wenn überhaupt, punktuell eingeschritten ist. Oder auch, dass der Schiedsrichter trotz der Angriff auf die Spieler, dass die Spieler sogar direkt beschmissen wurden, abgeworfen worden, dass viele Spieler dann auch dadurch starke Verletzungen mit sich genommen haben, dass der entweder Angst hatte, der Schiedsrichter, dass er dann nachher selbst in den Fokus gerät, oder dass er einfach auch gesagt hat, hier, die machen wir heute hier fertig. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die Schiedsrichter oder der Verband, der türkische Fußballverband, TFF, TFF, dass er sich dort überhaupt nicht zu äußert oder dass er da keine klare Haltung nimmt. Womit haben die, oder andersrum, die Systematik, die dahinter steckt, wie erklärst du die? Ist das sozusagen vom Verband aus oder ist das einfach nur irgendwelche Fans oder irgendwelche Faschisten, Rassisten, sondern, oder ist das wirklich schon, wo das auch so strukturell an die Sache geht? Man muss dazu wissen, dass
das, was wir als rassistisch oder faschistisch sehen, in der Türkei oder in den Köpfen der meisten Türken oder auch vom türkischen Staat, von der türkischen Polizei, vom türkischen Verfassungsschutz, als ganz normal gesehen wird. Zum Beispiel der Gruß von den grauen Wölfen, das ist Bosco-Zeichen. Das ist für uns das Schlimmste, was es gibt. In der Türkei ist es alles verboten. Ganz im Gegenteil, die Partei der grauen Wölfe, den Nationalisten, ist in der Koalition. Oder diese ganzen Gesänge, die da gesungen werden, das sind ja für den Türken, das sind ganz normale Sachen. Die singen das auf jeder Demo, die Polizisten singen das teilweise, die Soldaten singen das, wenn sie auf irgendeiner Operation sind. Dieser Faschismus und dieser Rassismus, der ist sehr tief verankert in diesem Volk und in den Köpfen und auch in im Staat. Das ist ja das Schlimme. Und natürlich auch logischerweise dann im Verband, bei den Schiedsrichtern. Das sind ja auch ganz normale Leute, die in dem Land aufwachsen, die mit diesem Denken aufwachsen, die das weiterbekommen. Mhm. Und ein Beispiel ist, vor, ich glaube, 3-4 Jahren hat Amelsborg Aussetz gespielt in Sakaryaspor. Sakarya ist auch eine Faschistenhochburg. Und als die Mannschaft dann ins Stadion gelaufen ist, um sich aufzuwärmen, wurde vom Verein aus, also offiziell vom Verein, über die Stadionbildschirme wurden dann Kriegsszenen abgespielt mit einem faschistischen Lied dahinter, als Hintergrundmusik. Das war, als die Türkei wieder Rojava angegriffen hat. Und das ist ganz offizielle Seite. Da hat Sakaryaspor keine Strafe bekommen oder da hat keiner aufgeschrieben. Da wäre auch keiner auf die Idee gekommen, vom Verband aufzuschreiben, weil es für die, wenn du da was gegen sagst, dann kommt nur als Gegenargument, wieso bist du ein Vaterlandsverräter? Was hast du dagegen? Das sind doch unsere Soldaten, das ist unsere Fahne, das ist unsere Musik. Wieso beschwert ihr euch? Wenn ihr euch darüber beschwert oder euch da unwohl fühlt, dann seid ihr von der PKK, weil nur die PKK hat was gegen die Türken. Alle anderen mögen die Türken. Kein anderer Mensch hätte was gegen unsere Soldaten. Und das ist das Denken vom Verband und von diesen Leuten. Und das ist auch bei Bursaspor der Fall gewesen. Ich meine, die haben da, wenn man sich diese, ich habe ja das Spiel die ganzen 90 Minuten live angeschaut und ich habe schon eine Dreiviertelstunde davor die vorm Spiel die Live-Bilder gesehen. Live im Fernsehen sind die gekommen. Es wurden ja schon 45 Minuten vor Anpfiff, wurden die ganze Zeit über Stadion, über die Stadionlautsprecher, hatte der DJ oder der Verein da faschistische Lieder spielen lassen, um die Leute nochmal aufzuheizen fürs Spiel. Also diese Provokation oder diese Stimmung war ja gewollt. Es ist keiner ins Spiel gekommen oder oder der Verein oder die Polizei oder der Ordnungsdienst war zu keinem Zeitpunkt der Meinung, wir müssen die Leute beruhigen, wir müssen den Stress aus dem Weg gehen, wir dürfen das nicht so ein hitziges Spiel machen lassen. Ganz im Gegenteil, da wurde Musik gespielt, die Leute sind mit 1000 türkischen Fahnen gekommen. Wie gesagt, da wurde schon monatelang Werbung dafür gemacht im Internet. Die Einlasskontrollen, mein Witz, wie können so viele Messer. Ich meine, es gibt auch ein Video, wo ein Mann so eine Zwille in der Hand hat und die Amelsborg-Spieler mit Steinen mit so einer Zwille beschießt. Wie kann denn so eine Zwille ins Stadion kommen? Vor allem, wenn man weiß, dass die Leute das vorhaben. Wie kann ein so große Taschenmesser ins Stadion kommen, die aufs Spielfeld geworfen werden? Vor allem spätestens, wenn man das doch sieht als Schiedsrichter, dass da ein Messer aufs Spielfeld geschmissen wird oder mehrere. Da hat man das Spiel abzubrechen. Da wurden ja auch Platzpatronen oder Patronen von irgendwelchen Kugeln oder von irgendwelchen Pistolen wurden aufs Spielfeld geschmissen, als klare Botschaft. Das sind alles Sachen, da hat nicht nur der Verein Bursaspor versagt, der am wenigsten, weil dafür ist der Verband, die Polizei und der Ordnungsdienst zuständig und der Schiedsrichter. Da haben alle versagt und zwar mit Absicht. Da war nichts überraschend oder man hat nie. Die ganzen 90 Minuten oder auch die Zeit davor hat man keine einzige Sekunde versucht, die Stimmung der Leute runterzubringen. Ganz im Gegenteil, man hat die aufgeheizt. Wieso der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, das ist mir bis heute ein Rätsel. Wie gesagt, unser Torwart es gibt eine Szene, auch ein Video, da wurde unser Torwart von einem Böller getroffen oder neben ihm explodiert ein Böller und er fällt zu Boden und bricht zusammen. Und anstatt, dass die Leute dann aufhören, wenn weiterhin Flaschen und Böller auf ihn geschmissen, während er im Boden liegt, wieso der Schiedsrichter da nicht abpfeift, spätestens, ist mir ein großes Rätsel. Normal müsste man den Schiedsrichter gleich aus dem Verkehr ziehen und ihn entlassen. Ganz im Gegenteil, heute wurde eine weitere Spielansetzung veröffentlicht und da ist der gleiche Schiedsrichter, der das Bursaspor gepfiffen hat, wurde nochmal für eine kurdische Mannschaft, wenn ich mich nicht täusche, ist es Vanspor angesetzt,
was keiner verstehen kann, wieso der nicht suspendiert wird. Ich glaube auch nicht, dass der Schiedsrichter aus Angst gehandelt hat, dass die Leute da ihn dann verfolgen, sondern das war gewollt. Wie gesagt, wenn Amtsbau die gleichen Sachen machen, dann wird gleich ab, oder gleichen Sachen machen würde, würde das Spiel gleich abgepfiffen werden. Da hätten wir keinen Puffer oder kein großes Nachdenken. Ja, das ist eigentlich ein Riesenskandal. Der Verband hat sich noch nicht so richtig dazu, also der türkische Verband, der hat nur gesagt, dass man Ermittlungen einlaufen lässt. So genau wie der Innenminister der Türkei hat gesagt, man lässt irgendwelche Ermittlungen laufen. Wie lange das dauert, die Ermittlungen, ob da überhaupt was rauskommt, ob da irgendwas passiert, das ist stark zu bezweifeln. Ja. Für mich ist ein große Hetzjagd von staatlicher Seite, von Verbandseite, von Vereinseite, von allen Seiten. Und das ist das Traurige. Genau. Es ist ein ausgeprägter antikurdischer Rassismus und Faschismus, der dort an den Tag gelegt wurde. Und du hast es selber gesagt, Konsequenzen wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Einige, die halt dort, ich sag mal, festgenommen wurden, wurden ja auch direkt wieder freigelassen. Der Schiedsrichter hat keine Konsequenzen. Also mich würde es nicht wundern, wenn am Ende sogar die Spieler von Amedspor oder der Verein nochmal eine Strafe bekommt. Das ist ja oft so, dass denn sozusagen die Opferrolle umgekehrt wird oder die Täterrolle umgekehrt wird und dass der Verein dann mit Strafen sozusagen überzogen wird. Die einzigen, also es gab einige NGOs, und auch andere Einzelpersonen, die sich natürlich solidarisch gezeigt haben mit dem Verein. Auch hier in Deutschland, in Europa haben sich sehr viel solidarisch gezeigt. Es gibt viele Twitter-Tweets dazu, es gibt Bilder dazu, dass sich auch viele solidarisch gezeigt haben. Und die HDP hat auch als Partei Strafanzeige erstattet gegenüber den Lynchattacken, gegenüber den Mordversuchen, gegenüber den Spielern von Amedspor. Das heißt, man versucht es dort auch von der kurdischen Seite oder von der HDP-Seite nochmal hier entsprechend aufarbeiten zu lassen. All diese Themen sind natürlich wichtig, dass man das auch begleitet und weiterhin auch in die Öffentlichkeit bringt. Aber was ist denn die Erwartung an, sag ich mal, die anderen vielen Menschen, zum Beispiel hier in Europa oder in Deutschland, die auf der anderen Seite sagen, klar, Amedspor, also seitdem hat fast jeder sein Profilbild geändert, jeder zeigt sich solidarisch, zeigt dort eine klare Haltung für Amedspor. Also es geht gar nicht darum, Solidarität zu zeigen mit einem Kuschel, sondern Solidarität gegen Rassismus und Faschismus zu zeigen. Darum geht es auch vielen Menschen. Aber was ist da noch, sag ich mal, ihr als Amedspor Support, die da ja noch näher dran sind, was sind denn so eure Erwartungen an die Menschen hier, die sich natürlich solidarisch zeigen gegenüber dem Verein und auch sagen, das geht gar nicht, was da passiert ist und das muss natürlich Konsequenzen mit sich ziehen. Nochmal ganz kurz, um dieses Bursaspor-Thema aufzugreifen. Du hast ja schon erwähnt, es wurden ein paar Leute verhaftet von Bursaspor, von polizeilicher Seite nach dem Spiel. Und zwar wurden die verhaftet, die diese Plakate mit den Cheater-Mitgliedern hochgehalten haben. Wurde einer verhaftet und einer, der diesen Wagen hochgehalten hat, diesen weißen Torso oder Toros oder wie der heißt, der wurde der wurde verhaftet nach dem Spiel. Die wurden heute beide wieder freigelassen und zwar weil sie die, mit der Begründung oder weil sie die Aussage getätigt haben, der Mann oder der Typ, der den Doppelhalter hochgehalten hat, wo der Wagen drauf abgebildet war, der hat eine Stellungnahme bei der offenen Polizeirevier abgegeben, dass er gar nicht wusste, was das für ein Wagen war. Der dachte, das wäre der Wagen vom Trainer und deswegen hat er das Plakat hochgehalten. Die Polizei hat ihm das geglaubt und ihn freigelassen. Der andere, der den Herrn von der G-Temp damals das Porträt von ihm hochgehalten hat, hat auch eins die gleiche Aussage gemacht. Er meinte, er weiß gar nicht, wer da abgebildet war. Er dachte, das wäre ein ehemaliger Spieler von Bursaspor und der wurde daraufhin auch freigelassen. Also daran sieht man schon, wie lächerlich und eigentlich wie belustigend die Leute das finden, weil die eh schon wissen, dass der Staat und die Polizei auf deren Seite ist. Immer so eine lächerliche Aussage, die geben dann so eine lächerliche Aussage ab und die Polizei gibt offiziell bekannt, dass denen geglaubt ist und dass sie erstmal aus der Haft entlassen werden. Das zeigt eigentlich schon, in welche Richtung diese Ermittlungen gehen werden. Und auch die HDP hat da Ermittlungen oder Strafrecht nicht irgendwas eröffnet. Aber das wird auch im Lande verlaufen, ganz im Gegenteil.
jetzt sagen die türkischen Faschisten oder die türkischen Fans sich bestätigen und sagen, schaut her, wir haben doch immer gesagt, das ist eigentlich ein Verein, der macht nur Politik. Das ist ein Verein der PKK, das ist ein Verein der HDP. Schaut her, jetzt ist auch immer die HDP, stellt da Strafermittlungen oder irgendwelche Anzeigen. Wir haben es auch die ganze Zeit gesagt. Also das spielt ihnen alle in den Garten und die verdrehen sich eh immer alles, wie sie wollen. Zum Beispiel hat auch der Vorsitzende der MHP, der türkischen nationalistischen Partei, einen Tag nach den Angriffen, als die Welt noch geschockt war von den Bildern, eine Presseerklärung abgegeben und meinte, für uns gibt es kein Ahmet, für uns gibt es keinen Verein, der Ahmetspor heißt und wenn einen solchen auch nicht erwähnen oder Ahmetspor nennen. Das zeigt doch eigentlich schon, und das ist ein Mann, der in der Koalition ist, also und auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung und ein sehr, sehr viel zum Sagen hat. Und wenn der schon öffentlich auf seiner Parteipressekonferenz das sagt und gegen einen Drittligisten schießt und sagt, hey yo, für uns als MHP gibt es euch überhaupt nicht und wir nehmen euch gar nicht ernst, weil für uns gibt es diesen kurdischen Begriff Ahmet gar nicht. Mhm. Und wir werden den Verein gar nicht erwähnen. Und er hat ja auch am Ende gesagt, ich grüße Bursa und die Fans von Bursaspor und ich begrüße euren Nationalstolz. Das zeigt, das sagt für mich schon alles und das zeigt auch, dass sich von selbst nichts ändern wird, auch wenn diese skandalöse Bilder jetzt durch das Netz gehen und durch die Presse gehen. Das wird von sich aus, wenn die Leute nicht sagen, okay, das war ein Schritt zu weit, oder die Türken werden von sich aus nicht sagen, okay, Leute, wir müssen uns bremsen, das ging zu weit. Da müssen wir schon selbst aufwachen, als Kurden. Und jetzt geht dieser Trend, oder der Verein hat dazu aufgerufen, als Solidarität einen Tag lang alle das Profilbild ändern in Ahmetspors Logo. Das haben ja auch viele gemacht. Aber das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Ahmetspor in den Medien ist oder dass da irgendwelche skandalösen Sachen aufgetaucht sind. Das wird sich wieder im Sande verlaufen, wenn wir nicht diese Stimmung und diese Chance jetzt nutzen, da noch mehr Wirbel drum zu machen. Das reicht bei weitem nicht, das Profilbild zu ändern. Es wird auch nichts reichen, wenn die deutschen Fankurven oder die deutschen Kurven, auch wenn es natürlich sehr toll ist und wir jede Kurve begrüßen oder jede Ultragruppe, jede Fangruppe begrüßen, die sich solidarisch zeigen und wir sehr, sehr dankbar dafür sind. Aber in erster Linie müssen wir Kurden selber aufwachen und solange wir Kurden selbst nicht zusammenstehen und da checken, was da los ist und immer noch mit irgendwelchen Trikots von irgendwelchen türkischen Vereinen rumlaufen, weil schon immer so war, da wird sich nichts ändern, weil wir selbst da gar nicht dahinter stehen und selbst nicht checken, was da los ist. Und wie gesagt, dieses Thema regt uns als Ahmetspor Support schon länger auf oder auch als, wenn man die Fans in Ahmet fragt oder die Vereinsfunktionäre in Ahmet fragt, das ist ein Thema, was uns schon sehr lange auffällt und auch sehr aufregt, dass die eigenen Leute gar nicht checken, was sie damit anstellen, weil sie die Trikots von den türkischen Vereinen tragen oder von diesen drei großen Istanbuler Vereinen tragen und gar nicht wissen, was sie damit anrichten. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Was ist das dann für eine, ja, ich sag mal, Schizophrenie für einen türkischen Verein, was ja grundsätzlich ja nicht schlecht ist. Man kann ja für den Verein sein, für den man gerne auch sein möchte. Aber es sind ja diese gewissen Vereine, die ja auch sehr, sehr bekannt sind. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, das sind alles große Vereine, Istanbuler Vereine. Und die sind ja nicht irgendwelche Vereine, sondern große, sehr, sehr große Vereine und die auch eine klare Botschaft haben. Also man weiß, dass diese Vereine auch die militärischen Operationen des türkischen Staates zum Beispiel gegenüber Afrin, gegenüber Serekaniye und immer wieder die Angriffe auf die Gebiete in Rojava, auch die anderen Gebiete, immer sehr begrüßt haben, auch befürwortet haben. Die Spieler zum Beispiel während oder nach den Spielen oder während auch nach einem Tor salutiert haben, also sprich die Grüße an das Militär. Und dann sieht man, dass viele Kurdinnen und Kurden auf der einen Seite deren Trikots tragen und dann auch groß deren Spiele verfolgen und dann auch so eine klare Haltung haben. Ich bin Beşiktaş-Fan, ich bin Galatasaray-Fan, ich bin Fenerbahçe-Fan. Und dann auf der anderen Seite klar und deutlich sagen so, nee, ich bin aber auch für Ahmetspor, weil ich bin als Kurdin oder als Kurde klar für meine Mannschaft, die dann auch halt dem
extremen antikurdischen Rassismus und Faschismus ausgesetzt. Das ist schon eine sehr eigenartige Haltung, die man da hat. Also auf der einen Seite diejenigen, die sich auch zu diesem Vorfall gar nicht positiv beziehungsweise gar nicht solidarisch sozusagen geäußert haben. Also meines Wissens gibt es aktuell noch gar keine Stellungnahme von den drei großen Vereinen oder auch einem anderen türkischen Verein, der klar und deutlich das ablehnt, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Menschen, die sich sehr, sehr klar auch immer für diese Mannschaften aussprechen. Wie beurteilst du diese Haltung von vielen Kurdinnen und Kurden? Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt und da gibt es auch gar nichts zum Diskutieren. Das ist auch nicht nur meine Meinung, sondern das haben wir als Ahmetspor Support, als Gruppe und auch als Ahmetspor als Verein und jeder Ahmetspor-Fan an sich hat diese Meinung. Wir möchten keinen Fan bei uns haben, der gar kein Fan ist. Wir zwingen keinen, wir sagen nicht, jeder Kurde muss Ahmetspor-Fan sein. Wir sagen auch nicht, du musst jetzt Ahmetspor-Fan sein, wenn du links bist. Wenn du kein Ahmetspor-Fan sein willst, dann bist du es auch nicht und fertig und dich wollen wir dann auch gar nicht da haben. Was uns aber wundert ist, dass sich sehr viele Leute, die Ahmetspor mögen, meistens sind es halt nur mal Kurden oder antifaschisten Linke, die sagen, ja, Ahmetspor, kurdische Mannschaft und ich mag Ahmetspor und das ist mein Verein. Und dann siehst du ihn am nächsten Tag mit Fenerbahçe Trikot rumlaufen. Das ist ein Phänomen, was ich noch nie so erlebt habe, weil du hast ja schon erwähnt, Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, das sind halt diese drei großen Vereine, die auch international spielen und die eine sehr große Fanbase haben oder sehr viele Fans haben. Dass man mit deren Trikots rumläuft, das kann ich schon verstehen. Und dass man sagt, okay, mein Vater war schon deren Fan und dies und das, was ich aber auch nicht nachvollziehen kann, weil wie kann man ein Fan von einer Mannschaft sein, die ganz offen sich gegen den Krieg in Rojava positioniert und alles drum und dran. Wie gesagt, diese drei großen Vereine, die haben sich alle drei, als der Krieg in Rojava angefangen hat, haben sie auf Facebook, Twitter, Instagram gepostet, wir unterstützen unsere Krieger, unsere Soldaten, einen Krieg gegen die Terroristen, damit waren die YPG und die Kurden gemeint, als die in Bashur einmarschiert sind und da die Drohnen fliegen lassen haben, haben auch alle drei Vereine was gepostet. Die posten immer wieder irgendwelche Sachen gegen die Kurden. Das sind definitiv nicht unsere Freunde als Ahmetspor und auch nicht die Freunde der Kurden. Deswegen verstehe ich eh nicht, wie man als Kurde die Vereine unterstützen kann. Aber wie gesagt, es sei dahingestellt, von mir als kannst du als Kurde die Vereine unterstützen und deren Trikots und deren Hintergrundbilder haben und die da unterstützen. Gar kein Problem. Ich werde keinen zwingen oder wir werden keinen zwingen, Ahmetspor-Fans zu sein. Aber bitte hört auf zu sagen, ihr seid Ahmetspor-Fans und aber auch Galatasaray, Fenerbahçe und der Besiktas-Fans. Solche Fans wollen wir gar nicht bei uns haben und solche Leute wollen wir gar nicht bei uns haben, weil es einfach 0,0 Sinn macht. Es ist auch dieses Phänomen, dieses Gerücht, dass Galatasaray und Ahmetspor irgendwie eine Fanfreundschaft haben oder dass die Vereine beide befreundet sind, weil mal vor 10 Jahren hat mal Galatasaray 10 Leute irgendwie ein Spruchband hochgehalten, wo drauf stand, wir begrüßen Ahmetspor. Aber wie gesagt, das waren nur 10 Leute und diese 10 Leute wurden vom Verein gleich rausgeschmissen. Also das hat nichts mit dem Verein zu tun, sondern es waren einfach nur 10 Leute, es waren einfach nur privat 10 Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, aber die wurden dann gleich vom Verein gekickt. Also es gibt ich bin einer für einen von den drei Istanbuler Mannschaften und für Ahmetspor. Das gibt's nicht, das ist kontraproduktiv, das schadet uns als Ahmetspor nur mehr, weil dadurch diese Ernsthaftigkeit, diese Thematik, die wir die ganze Zeit sagen, dass dieser Faschismus, dieser Rassismus tief verwurzelt ist im türkischen Fußball. Und dass man als Ahmetspor-Fan keine Freunde hat in der türkischen Liga und nur angegriffen wird, das schwächt dieses Argument, wenn dann selbst Leute, die sich als Ahmetspor-Fans bezeichnen, irgendwelche Trikots von anderen komischen Vereinen tragen, die genau das Gegenteil von uns sind. Und noch ein Beispiel, vorletztes Jahr hat Fenerbahçe einen Jungen aus Deutschland, einen Kurden verpflichtet bei sich im Verein, der ziemlich gut Fußball spielt und hat es auf Twitter und auf Facebook gepostet, wir Fenerbahçe verpflichten den 19- oder 18-Jährigen, Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben sie irgendwelche Fenerbahçe-Fans auf die Suche nach dem Jungen gemacht und sein Facebook durchsucht. Und er hat mal, als er 12 oder 10 war oder 11 war, eine Fahne von Kurdistan gepostet unter irgendeinem Beitrag. Also und noch nicht mal diese offizielle Rojava-Fahne, sondern die von Bashur, die mit der Sonne in der Mitte.
Und daraufhin hat, und als es rausgekommen ist, weil die ganzen Fans da einen Screenshot gemacht haben und den Verein geschickt haben, wurde er gleich am nächsten Tag von Fenerbahce gekickt und rausgeschmissen. Der Vertrag wurde mit dem jungen Kerl aufgelöst mit der Begründung, dass man keine Terroristen im Verein haben möchte. Und wie gesagt, der hat nichts Politisches gepostet, der hat nur eine Kurdistan-Fahne gepostet. Mhm. Und die Begründung von Fenerbahce war, man will keine Terroristen im Verein haben. Also wie gesagt, es ist uns ein sehr großes Rätsel, wie man Fan von Amelspor und Sympathie mit solchen Vereinen haben kann. Und ich kann es nur nochmal sagen, von mir aus, von Amelspor Support aus und von Amelspor als Verein aus, wir wollen solche Fans nicht. Entscheidet euch, wenn ihr Fenerbahce, Istanbul, Besiktas oder Galatasaray-Fan sein wollt, dann macht es, bleibt da. Aber bitte sagt nicht, dass ihr Amelspor-Fan seid. Klare Aussage deinerseits und auch nochmal hier klar und deutlich. Also entweder man ist klar und deutlich gegen Rassismus und gegen Faschismus und diese Aussage, ja, man muss Politik von Fußball trennen, das würden wir ja auch gerne machen oder das würden auch die Menschen aus Ahmed gerne machen, das würden auch die Kurden und Kurden machen, aber der Staat trennt es nicht. Also diese Menschen oder beziehungsweise diese Vereine, die wir hier genannt haben, diese sogenannten die drei großen Istanbuler Vereine sind extrem vertieft in die Politik und trennen sich selbst nicht von der Politik. Das heißt, wenn jemand mit der Aussage kommt oder mit der Ausrede, ich unterscheide zwischen Verein und Politik, das ist nicht möglich. Gerade in der Türkei ist dies nicht möglich. Da ist alles sozusagen vergiftet durch Rassismus und Faschismus. Vereine, Gruppierungen, in allen verschiedenen Bereichen ist es leider so, dass die Menschen, die nicht dem menschenverachtenden Weltbild des Staates und auch der Regierung reinpassen, wie zum Beispiel der MHP-Partei und auch der AKP-Partei und anderen Organisationen, die haben da gar keine Chance und sind betroffen von diesem Rassismus und Faschismus. Wir sind relativ am Ende unserer Sendung. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde dich gerne noch mal bitten, wie kann man euch nun kontaktieren, wenn jetzt hier nach der Sendung Interesse besteht, euch zu unterstützen oder auch Mitglied zu werden oder auch irgendwie etwas als Solidarität für Amelspor zu starten. Wie und wo kann man euch am besten kontaktieren? Facebook haben wir, Instagram haben wir. Amelspor Support einfach eingeben auf Instagram, auf Facebook. Wir haben auch eine E-Mail, kontakt@amelspor-support.de. Da können wir uns kontaktieren. Wie man uns oder den Verein allgemein unterstützen kann. Na klar, ist es toll, wenn man die Profilbilder ändert und vielleicht mal einen Post macht. Aber in erster Linie könnt ihr den Verein natürlich unterstützen, indem ihr die Trikots kauft, indem ihr die Trikots auch privat trägt, auf dem Sportplatz trägt. Indem ihr immer wieder den Leuten davon erzählt, indem ihr diese Beiträge zeigt. Uns als Gruppe können wir unterstützen. Wir machen ja sehr viel Aufklärungsarbeit. Wir sind in sehr vielen deutschen Städten unterwegs. Wir nehmen Geldspenden an. Wir lassen uns übrigens auch, jetzt ist es sehr wichtig, wir lassen uns in Deutschland als Verein eintragen, wo man als Amelspor Support e.V. Da kann man Mitglied bei uns werden. Dadurch unterstützt ihr uns in erster Linie natürlich durch eure Mitgliedsbeiträge. Und ihr werdet auch zu unseren Veranstaltungen, zu unseren Aktionen eingeladen. Wir versuchen das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Da könnt ihr Mitglied werden und sonst über die gängigsten Kanäle könnt ihr uns jederzeit erreichen. Habt ihr denn jetzt konkret etwas geplant für die nächste Zeit, um nochmal darauf aufmerksam zu machen? Du hast ja gesagt, höchstwahrscheinlich werden jetzt auch in der deutschen Bundesliga befreundete Vereine, solidarische Vereine werden dort natürlich bei den Fankurven auch höchstwahrscheinlich etwas hochhalten, solidarische Aussagenstellung. Und was ist da eurerseits noch? Ist da noch irgendwie eine Kampagne geplant? Also du sagtest ja auch Profilbilder ändern. Und vielleicht auch entsprechende Trikots. Ist da noch etwas geplant? Ja, also wie gesagt, wir haben ja Kontakt zu einigen Ultragruppen hier in Deutschland, in Frankreich und in Österreich. Da werden wir schauen, dass wir vielleicht einen Aktionsspieltag machen, dass man alle Ultragruppen oder alle Fangruppen das gleiche Spruchband hochhalten. Mhm. Aber auch extern von unseren Kontakten machen das immer wieder Vereine. Also da haben die Ultragruppen oder die Fangruppen das schon auf dem Schirm. Was von uns jetzt aufkommt, wie gesagt, innerhalb der nächsten zwei Wochen, einfach auf Facebook und auf Instagram verfolgen. Das größte Projekt ist, uns als Mitglied
als Verein einzutragen, dass man Mitglied wird bei uns. Das macht natürlich auch für eine Person viel mehr, wenn sie einen direkten Kontakt hat, weil Ahmetspor ist ja in der Türkei oder ist ja in Kurdistan, das ist ja ziemlich weit weg. Dadurch fehlt dieser direkte Bezug immer wieder. Und durch diesen e.V., durch diesen Verein, den wir jetzt eintragen lassen und wo man Mitglied werden kann, werden wir immer wieder Turniere veranstalten, immer wieder Klamotten den Leuten, den Mitgliedern schicken oder anbieten, vielleicht Sportveranstaltungen und, und. Also wir versuchen hier in Deutschland, das ein bisschen aufzuziehen, dass man diesen Kontakt nicht verliert und dass man diesem Ahmetspor-Thema ziemlich nahe ist. Wir werden auch Newsletter machen, die man per E-Mail wöchentlich oder einmal im Monat rausschickt, wo alle Infos drinsteht, was ist, was passiert gerade da, wie sind die Spiele ausgegangen. Also wir versuchen einfach den Leuten das näher zu bringen. Ja. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Botan Kilic, Aktivist und Vertreter von Ahmetspor Support. Schön, dass du heute hier die Möglichkeit uns gegeben hast, dass wir darüber sprechen konnten, über die Übergriffe auf Ahmetspor durch unter anderem Fans von Bursaspor und auch den Mitgliedern und auch einigen Spielern und natürlich auch in diesem Zusammenhang den antikurdischen Rassismus und Faschismus auch hier beim Namen genannt. Ja, danke dafür. Danke für die Einladung und schön, dass ihr Ahmetspor und dem ganzen Thema eine Plattform bietet. Sehr gerne unsererseits. Ja, an dieser Stelle auch unsererseits natürlich euch allen einen schönen Abend noch und vor allem auch der Hinweis, dass hier natürlich für Ahmetspor weiterhin unterstützt werden kann, indem ihr das Thema weiterhin in die Öffentlichkeit bringt, indem ihr weiterhin diese Beiträge teilt, darüber spricht mit eurem lokalen Verein vor Ort, einfach auch hier nochmal vielleicht eine solidarische Stellungnahme abgibt mit eurem Verein, dass Rassismus und Faschismus im Fußball nichts zu suchen hat und natürlich für die kurdische Bevölkerung klare und deutliche Haltung, entweder oder, wir haben es gerade zur Sprache gebracht, gleichzeitig Ahmetspor Unterstützer zu sein und dann Unterstützer von Galatasaray, Fenerbahçe oder Beşiktaş. Das passt einfach nicht zusammen. Das wird immer wieder kritisiert. Man muss eine klare Haltung haben. Denn die drei großen Vereine aus Istanbul befürworten die kriegerischen Absichten des türkischen Staates, befürworten die Angriffe auf Rojava und befürworten auch immer wieder den Rassismus und den Faschismus gegenüber Kurden und Kurden, die sich für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit einsetzen. Ja, in diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt weiterhin voller Liebe und voller Kraft. In diesem Sinne, Evar Barsch.